Ich habe sehr früh begonnen mit dem Akkordeon. Wenn man so in unseren Breiten aufwächst, ist das Akkordeon ja sehr stark in der Volksmusik verhaftet. Was mich aber immer fasziniert hat, einen speziellen anderen Weg zu gehen, einen Weg, wo ich meine eigene Musik mit diesem Instrument schaffen kann. Die Musik setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen, also wo man das Gefühl hat, ich habe so sehr viel Musik gehört, man hat Musik mit Akkorden sehr schwer gefunden, also im klassischen Bereich gibt es ja einiges, aber so im Jazzbereich hat es sehr wenig gegeben. Seit den 40er Jahren gibt es zwar das Akkordeon in Amerika, wird es im Jazzbereich verwendet. Aber ich habe halt versucht, so eine eigene individuelle Musiksprache zu entwickeln mit dem Instrument. Also Vorbilder gibt es nicht so viele. Ich habe immer probiert, wo die Roots zu finden sind und die in einen eigenen künstlerischen Kontext zu verpacken. Also sprich Tango-Einflüsse, dann französische Musik, französische Musette-Einflüsse, aber auch so balkanische Musik fließen eigentlich in meinen Kompositionen ein. Thank you.
sehr fasziniert vom Gefühl her, die Musik zu interpretieren. Ich glaube, das ist auch speziell, also dass es mir sehr gut liegt, dass es meine spezielle musikalische Sprache ist. Und was mich so fasziniert an der Musik, die grundlegenden Ausdrucksformen vom Akkordeon sind, liegen ja in der Rhythmik. Es ist ja ein sehr perkussives Instrument, aber auch in der Melancholie. Und das finde ich immer wieder im Tango und deshalb auch diese Tango-Elemente in meiner Musik. Grundidee, ein eigenes Projekt zu machen, also sprich mit Akkordeon, also wo ich meine ersten Ideen umsetzen probiert habe, ist entstanden in einer Trio-Formation. Weil das Akkordeon ist ja auch nicht nur ein Melodieinstrument, sondern auch ein Akkordinstrument. Also das ist leicht lösbar mit einer Besetzung Akkordeon, Kontrabass, Schlagzeug, also mit einer Rhythmusgruppe. Und es gibt doch schon einige Jahre das Trio mit Stefan und Roman. Es gibt sehr, sehr viele Konzerte in ganz Europa. Ich wollte schon immer etwas so im kammermusikalischen Bereich machen. Mich hat das auch sehr interessiert, dafür zu komponieren, also für mehr Stimmen zu komponieren und die Konstellation Akkordeon, speziell jetzt seit einiger Zeit auch das Bandoneon, also mit dem Sound eines Streichquartetts zu verbinden, finde ich sehr interessant. Und das alles noch in Verbindung zu bringen mit dem quasi unserem Trio, dem Klaus-Beyer-Trio, also so dem Jazz-Trio, kriegt es doch einen kammermusikalischen Anspruch auch.